Hoher Gebäudeschaden entstand am Dienstagmittag gegen 12.44 Uhr bei einem Kellerbrand in der Bretanostraße in Siegen-Geisweit. Ein Hausbewohner stellte beim Nachhausekommen dichten Rauch im gesamten Haus fest. Er informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte mit Kräften der hauptamtlichen Wache Siegen, unterstützt von den freiwilligen Feuerwehren aus Geisweit und Buschütten, zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen stellten sie eine dichte Rauchentwicklung aus dem Keller fest. Mit einem C-Rohr unter Atemschutz ging ein Trupp in das Gebäude vor, um den Brand einzugrenzen. Ein technisches Gerät, wahrscheinlich eine Gefriertruhe, war am Brennen und verursachte den beißenden Rauch. Dieser hatte sich mittlerweile im ganzen Haus verteilt. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und nahmen einen Lüfter vor, um das Haus von dem Brandrauch zu befreien. Vorerst ist das Haus nicht bewohnbar. Es entstand ein Brandschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Die Ursache des Brandes müssen nun die Ermittler der Polizei Siegen suchen. Derzeit geht man von einem technischen Defekt aus. Personen kamen nicht zu Schaden.